Hattet ihr es aber noch nie, dass ihr euch alleine eingerankt habt und dann... Jetzt noch mal sehen, ob die Tasche was taugt, Alter. Boah, ich hatte ehrlich übel Schiss, dass die scheiße aussieht, aber die sieht wild aus. Hey, du abgehobener Wichser! Na, bist du auch mal wieder da? Immer nur am Urlaub machen. Wie geht's? Junge. Streams oder was? Nee. Oh, ich weiß nicht, ob du das sehen willst. Das ist richtig gottlos. Also die sind rausgegangen. Okay, also es war Julias Idee, die hat gesagt, ey, was denkst du davon, wenn ich Straßenumfragen gemacht? Ich geh raus, frag Leute nach Meinung zu dir. Und ich war erst so, hell no, Digga. Aber ich weiß, Leute haben katastrophale Meinung zu mir. Und dann dachte ich aber so, ist eigentlich witzig. Und die will, dass ich darauf jetzt reagiere. Und ich habe es noch nicht gesehen. Meinung zu dir? Ja. Da haben auch Leute Meinung zu dir gesagt. Und es hat sie mit Absicht rausgeschnitten, hat sie gesagt. Weil sie so gut war. So ungefähr, ja. Ja, okay. Die haben gesagt, die feiern deine Entwicklung von Fitness zu Alkohol. Hör ich öfter, sagt mir meine Mom auch immer. Ich bin dann mal weg, ja? Sonst, ja, finde ich eine geile Idee, ehrlich. Daran lässt sich arbeiten. Gut. Finde ich gut, was hier so gemacht wird. Sehr gut. Ich habe jetzt hier von Ron seine Monatspostzahlung in bar dabei. Die bringe ich ihm jetzt vorbei. Hast du meine 5000 Euro dabei? Ne, da sind nur 100 Euro drin. Hattet ihr es aber noch nie, dass ihr euch alleine eingerankt habt und dann... Das ist der beste Cut von allen. Und es dann leicht aus der Vogelperspektive darüber zu schwatzen und irgendwie wiederzugeben, was ich in 5 Vorlesungen, in 3 Podcasts und 7 Zeitungsartikeln gehört habe. Aber ich habe nicht die Erfahrung. Ja, und dann mag ich das, also ich mag das nicht so, sag ich mal, zu schwadronieren über Dinge, die ich vielleicht gelesen habe, aber die ich nicht wirklich verstehe, weil ich nicht die Erfahrung habe. Weil ich finde das sehr viel wertvoller und zugänglicher, weil, ja, also du hast ja Entscheidungen anders getroffen als andere Menschen, sonst wärst du auch nicht da, wo du bist. Mann, Junge, guck dir das mal an, das ist komplett geisteskrank, Digga. Wir hatten noch nie so gute Shop-Bilder. What the fuck, Bro? Man kann sich das im Shop angucken? Jetzt geht's los. Das sieht doch, guck das mal an, bitte. Das Gute bei Tim ist immer, entweder der hatet was und hatet dann übel oder der feiert was und feiert Sachen. Ja, aber findest du das nicht geil? Doch, ich find's auch gut. Das ist übel krass, Junge. So schlimm, Digga, diese Bilder zu machen. Man fühlt sich die ganze Zeit permanent übel scheiße und eklig und schlimm aussehen. Und dann guckt man auf diese Kamera und ist so eins von 100 Bildern. Ist so, sagst du, okay, ist okay. Guck mal runter. Also ich empfinde mich selber sehr hässlich. Aber ich denke mir dann so auch, Digga, als ob ich jetzt irgendwie 2 Stunden im Internet verbringe, um meine Eitelkeit da hinzukriegen. Weiter, also raus. Soll Anna machen. Weißt du, dass
aus, also dass das, die Rate an Schönheits-OPs, also Besuche zum plastischen Chirurgen, deutlich erhöht sind. Ich weiß die Quote nicht mehr genau, aber ich glaube, es war sogar echt erschreckend viel, weil der Winkel, aus dem Leute sich fotografieren, ein ganz anderes, als wenn wir uns zum Beispiel ansehen. Und das hat quasi, also der Winkel aus der Kamera ist ja, du suchst immer die Schokoladenseiten von dir raus und das sind immer quasi ähnliche und so versuchen sich diese Leute, diese Perspektive zu operieren sozusagen. Aber es ist ja auch einfacher geworden, weil, guck mal, Botox, du gehst hin, zack, raus, fertig. Ja, keine Ahnung, Digga, also ich bin... Und das ist so wie, wenn so einer in deinem Freundeskreis hat Botox gemacht. Ah, ist ja voll schön, hä, wie, das dauert nur 15 Minuten? Ja, ich probiere das auch mal und so fängt es an. Die Hemmschwelle wird niedriger und alle gehen rein. Keine Ahnung, Mann. Also klar, ist cool, schön auszusehen und so. Not gonna lie, aber ich gehe lieber trainieren, versuche mich irgendwie. So werden alle älter. Liebe Maverick hat mich gebeten, hier eine kleine Abmod zu filmen. Freunde, vielen Dank, dass ich den Vlog reingezogen habe. Ich bin hier im Urlaub. Am Chill mit meinem guten Homie, Aide Popito. Wir sehen uns bald.